Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in der Bob Stories Kitchen. Ihr möchtet gerne wissen, wie man so einen wunderschönen Ostereier-Glückskeks macht. Dann passt jetzt genau auf, ihr braucht natürlich erstmal ein Ei, ganz klar. Dieses müsst ihr wie beim Eierblasen, Eierpusten erstmal aufstechen. Das Ei darf nicht zu klein aufgeschlagen werden, weil wir danach den Zettel da reinstecken müssen. Wir haben uns entschieden, das Ganze mit einer Spritze zu machen, weil wir festgestellt haben, dass das sehr gut funktioniert. Danach spülen wir das Ganze mit Wasser aus. Dann müsst ihr das Ei einmal trocken machen und dann könnt ihr zum Beispiel den Namen von eurem Partner oder eurer Schwester, Mutter, mit welcher Person ihr auch immer Ostern verbringt, draufschreiben und eine Nachricht reinlegen. Ich entscheide mich jetzt für meinen Papa. So, dann müssen wir das noch mal ganz kurz trocknen lassen. Und eine nette Nachricht für unsere Liebsten schreiben. Zusammenfalten. Dann haben wir unser wunderschönes Ei, wo wir die Nachricht reinstecken. Und fertig ist unser Osterei-Glückskeks. So, Andrea, was machst du da? Damit hier nichts umkommt, mache ich schnell ein Rührei. Ja.